Was hat das jetzt alles mit dem Zika-Virus zu tun? Genau, also die Bill & Melinda Gates Foundation zahlt mehr an die WHO als jede andere Regierung weltweit. Tatsächlich? Ja. Das heißt, die haben den größten Einfluss. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe, heißt das so schön. Und meistens sind natürlich an diese Gelder dann auch bestimmte Bedingungen geknüpft. Im Impfstoffsektor zum Beispiel, dass gewisse Impfstoffentwicklungen bis hin zu gewissen Herstellern bevorzugt die Aufträge bekommen. Gefördert werden Impfprogramme. Was hat aber der Bill Gates jetzt davon, dass bestimmte Hersteller den Zuschlag für eine Entwicklung eines bestimmten Impfstoffs bekommen? Die Gates Foundation hat noch einen Nebenarm, der nicht so bekannt ist, kaum bekannt. Die Bill & Melinda Gates Foundation Trust, die verwaltet alle Gelder. Die verwaltet praktisch die ganzen Stiftungsgelder und die gibt der Stiftung auch das Geld für ihre Projekte. Und diese andere Organisation hat Anteile, Aktien und Anteile an Firmen. Sie haben hier so einen Zettel auf dem Tisch genau. liegen. Ja. Vielleicht können Sie den ja mal sich vor die Brust halten, genau. dass man das sieht in der Übersicht. Was sieht man da jetzt? Das wäre jetzt die Bill & Melinda Gates Foundation. Ja. Die über die WHO bestimmte Entwicklungen, Produktentwicklungen oder auch die Herstellung von Impfstoffen bezahlt. Dann gibt es noch andere Nichtregierungsorganisationen, die auch wiederum sehr viel in der Impfstoffherstellung sehr viel Einfluss haben. Diese GAVI, das ist so eine Global Alliance für Impfstoffentwicklung, die wurde übrigens von Bill Gates gegründet im Jahr 2000 und erhält auch ganz extrem viele Forschungsgelder von der Foundation. Mhm. Und die investieren, also alle nehmen sehr starken Einfluss direkt und teilweise eben über Umwege auf die Impfstoffhersteller. Das heißt, welche Produkte werden zur Produktreife getrieben und welche Hersteller bekommen die Gelder. Und diese Trust, diese Bill & Melinda Gates Foundation Trust, die wiederum hat Anteile an diesen Firmen und da fließen die Gelder dann wieder zurück. Also, das ist ja in sich geschlossenes System. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, will ich mal ganz kurz, nur damit ich es verstanden habe, richtig. Mhm. Ganz vereinfacht gesagt, Bill Gates hält Anteile an Impfstoffherstellern, sponsert die WHO, die daraufhin Impfstoffhersteller dazu ermutigt, bestimmte Impfstoffe herzustellen und die Regeln gleichzeitig senkt, sodass die das schneller auf den Markt werfen können, damit diese Impfstoffhersteller, die Bill Gates anteilig gehören, mehr Gewinn für Bill Gates abwerfen. Genau. Das ist ein in sich geschlossenes System, ohne dass irgendwelche Regierungen mit demokratischen Strukturen da ab und zu noch beteiligt sind. Keine Steuergelder gezahlt werden müssen, ist ja alles dann gemeinnützig. Es fließt alles an den Finanzbehörden